Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum achten jetzt mittlerweile von der HCG Stoffwechseldiät oder wie ich in 21 Tagen 9 Kilo verloren habe. Ja, ich habe eine Mütze auf, weil meine Frisur auch mit den wenigen Haaren heute etwas zerstört aussieht. Ich muss euch leider sagen, ich kann nicht mehr diese tollen Bilderchen hier einblenden, mit dem, was ich gegessen habe, weil mein S-Health ein Update gemacht hat auf meinem Handy und jetzt sind alle Daten weg, was ich da eingegeben habe, von meinem Essen, aber ich halte ja Gott sei Dank alles schriftlich hier immer fest, was ich so gegessen habe und wie viel Kilogramm ich abgenommen habe und so, da verlasse ich mich ja Gott sei Dank noch lange nicht nur auf Technik, sondern habe auch noch zwei gesunde Hände zum Schreiben. Und deswegen sind uns die Daten natürlich nicht verloren gegangen, nur ich kann halt nicht diese schönen Bildchen hier mit dem, was alles einzeln so aufgezählt wird, einblenden. Tut mir leid. Ich fand's selber auch total toll. Aber ja, schönen Gruß an Samsung. Das könnte man doch besser machen, dass die Daten nicht verloren gehen, wenn ein Update kommt. Dankeschön an dieser Stelle. Ja, lasst uns trotzdem nicht verzagen. Wir fangen mal damit an. Achter Tag der HCG-Diät. Und ich bin auf 79,2 Kilogramm gefallen. Leider nur 100 Gramm weniger als den Tag davor diesmal. Aber naja, ab einem gewissen Punkt muss es ja ein bisschen stagnieren. Ist normal. Entspricht immer noch einem BMI von 25,3. 19% Körperfett. 39,7% Muskelanteil und 8% Viskalfett. Was habe ich an diesem Tag zu mir genommen? Da können wir ganz pauschal sagen, zum Frühstück wie immer meine beiden Shakes, meinen grünen Shake, so direkt nach dem Aufstehen, den Sojashake etwa 3-4 Stunden später und einen Apfel als Snack zwischendurch. Und als Mittagessen hatte ich an diesem Tag, jetzt muss ich mal eben gucken, arabisches Hähnchen. Das arabische Hähnchen hat insgesamt bei dem, was ich da so angekocht habe, übrigens Video blende ich wieder hier oder hier ein, könnt ihr anklicken, dann kommt ihr direkt zum Kochvideo. Das arabische Hähnchen, was ich da zusammengekocht habe, hat insgesamt 557 Kilokalorien, habe ich auch aufgeschrieben extra. Ja. Und das war eigentlich schon sehr lecker. Und ich muss sagen, jetzt in der zweiten Woche von der HCG-Diät ging es mir wirklich jeden Tag immer besser. Ich war voll da kopfmäßig, es ging mir körperlich gut und es ist halt sehr motivierend zu sehen, dass das Fett immer weiter wegschmilzt und man langsam wieder eine Hüfte kriegt und einen schönen flachen Bauch. Und das war sehr, sehr motivierend. Gut, ja, ich hoffe, dieses Video hat euch jetzt trotzdem gefallen, auch wenn mir jetzt diese grafischen, total tollen Effekte von S-Health auf dem Samsung Galaxy Handy fehlen. Aber tut mir leid, die Technik, die macht ab und zu einem leider einen Strich durch die Rechnung, da kann man nichts machen. Okay, wir sehen uns dann morgen wieder. Haltet durch, meine Lieben. Ist nicht mehr lange, wir haben schon ein Drittel rum. Okay, ciao, euer Dennis.